Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich mit Reinigungsprodukten, und zwar mit 7 Reinigungsprodukten der Firma Caudalie beschäftigen. Also Caudalie ist eine Naturkosmetikmarke aus Frankreich und die arbeiten, also alle Wirkstoffe, die die Weintraube so hergibt, werden verwendet. Die Extrakte aus der Weinrebe stammen ausschließlich von Reben aus der Champagne, aus dem Burgund und aus dem Raum Bordeaux. Die Produkte werden alle in Frankreich hergestellt. Sie versuchen so wenig wie möglich Konservierungsstoffe in die Produkte mit einzuschleusen und sie sind selbstverständlich gegen Tierversuche, also 0% Parabene, 0% Mineralöle, 0% Phenoxyethanol, also alles die Dinge, die oft in Kosmetika vorhanden ist, werden wir hier drin in diesen Produkten nicht finden. Ich habe diese Produktmarke für mich entdeckt vor ca. 10 Jahren. Gegründet wurde Caudalie von einem Ehepaar, einem französischen jungen Ehepaar 1995. Und beginnen wir doch als allererstes, die haben fantastische Produkte für junge Haut, für unreine Haut, für großporige Haut, für atrophische Haut, für empfindliche Haut. Es gibt dort immer, also ihr könnt euch in ausgesuchten Apotheken, die Caudalie führen, gibt es immer so einen kleinen Prospekt. Da kann man sich ein bisschen informieren über die Produktlinien, die es gibt, über die Inhaltsstoffe, was die Produkte so können auf unserer Haut. Aber wie gesagt, heute ist nur die Reinigung angesagt, die ich euch vorstellen möchte. Da ich festgestellt habe, ich habe die schon öfter vorgestellt, irgendwie in einem Video, den Reinigungsschaum zum Beispiel, dass die Produkte auch von euch, also von einigen Zuschauerinnen, nachgekauft worden sind und dass sie sehr zufrieden damit sind. Und es freut mich natürlich sehr, wenn diese Empfehlungen ankommen. Beginnen wir als erstes mit dem Reinigungsschaum mit Weintraubenwasser und Salbei. Das ist ein ganz fluffiger, toller Schaum. Ich gebe euch den mal auf, da muss man nicht schütteln. Ich gebe den hier mal so auf, seht ihr das? Ein fluffiger Schaum ist das. Und mit diesem fluffigen, tollen Schaum, also es ist wirklich ein Gedicht, könnt ihr euer gesamtes Gesicht, Hals und Dekolleté reinigen. Auch die Augenpartie. Es riecht fantastisch. Es ist ein Geruch, das ist so was Frisches, so was Natürliches. Also ich mag dieses frische, leichte, natürliche. Also auf Hals und Dekolleté und Gesicht und Augen aufgeben, aufschäumen und mit warmem Wasser wieder abspülen. Also dieses Produkt muss auf jeden Fall wieder abgespült werden. Dann gibt es eine Reinigungsmilch. Diese Reinigungsmilch ist gedacht für besonders empfindliche Haut. Die wird jetzt nicht abgespült. Die Reinigungsmilch ist mit Kornblume und Mandelextrakt. Die gebt ihr einfach auf ein Wattepad auf und reinigt eure Augenpartie, das Gesicht, Hals und Dekolleté. Es ist wie gesagt nicht komedogen, für sehr empfindliche Haut gedacht. Und hinterlässt ein ganz, ganz frisches Gefühl. Also wer Reinigungsmilch mag, also ich mag das immer ganz gerne, wenn ich mein Gesicht mit Wasser danach nochmal abspüle. Aber viele Frauen bevorzugen ja auch einfach nur eine Reinigungsmilch. Also diese Reinigungsmilch auf einen Wattebausch aufgeben und ihr könnt das ganze komplette Gesicht damit reinigen. Und diese beruhigenden Eigenwirkstoffe sind wirklich für eine empfindliche Haut bestens geeignet. Also wer so ein bisschen empfindliche Haut hat, den kann ich diese mit Kornblume und Mandelextrakt wärmstens empfehlen. Danach, wie gesagt, würde ich immer, um die Haut zu tonisieren, ein Tonic aufgeben. Und das sind wir auch gleich schon beim nächsten Produkt. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Tonicwasser. Dieses Tonicwasser ist ohne Alkohol und wird nicht wieder abgespült. Mit diesem feuchtigkeitsspendenden Tonicwasser könnt ihr euer Gesicht tonisieren. Ihr könnt aber auch nach der, also oft ist es ja so, wenn man die Reinigungsmilch benutzt hat, dass man immer noch so ein Gefühl hat, naja, ich müsste nochmal nachtonisieren, um den pH-Wert wiederherzustellen oder um eventuell noch Rest-Make-up zu entfernen. Ihr könnt sogar mit diesem feuchtigkeitsspendenden Tonicwasser über die Augen gehen, falls da noch Reste von Wimperntusche auf den Augen sind, könnt ihr wunderbar damit entfernen, ohne dass ihr so ein brennendes Gefühl habt. Es ist wahnsinnig pflegend, es ist erfrischend, es ist ein strahlender, frischer, klärender
Ton, den ihr danach erhaltet, wenn ihr dieses Tonicwasser, das ist so ein Pumpsystem, auf ein Wattepad aufgebt und sanft über Gesicht, Hals und Dekolleté geht. Das nächste Produkt ist ein sanftes Gesichtspeeling mit Jojoba-Mikrokügelchen und Traubenkernöl. Dieses Peeling kann man ein- bis zweimal wöchentlich auf das feuchte Gesicht aufgeben. Ihr gebt auf das feuchte Gesicht so zweimal erbsengroß dieses Peeling auf, massiert es ein bisschen auf, also massiert die Haut ein bisschen damit ein und nehmt es mit warmem Wasser wieder ab. Der Vorteil ist, das Gesicht wird oberflächlich von Hautunreinheiten, abgestorbenen Hautzellen befreit und sie kann wieder schön atmen. Ihr habt einen klaren, frischen Ton. Und wie gesagt, es ist ein ganz, ganz mildes Peeling, weil diese Jojoba-Mikrokügelchen sind überhaupt nicht aggressiv. Oft gibt es ja auch so ein grobkörniges, aggressives Peeling, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich gebe jetzt hier, als würde ich Schleifpapier über meine Haut geben. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist eine Peelingmaske mit Glykolsäure. Verspricht in 10 Minuten ein strahlendes Aussehen. Darin enthalten ist Papaya-Extrakt, Glykolsäure und Sulfinferine. Diese Maske könnt ihr auch zweimal wöchentlich auftragen, auf die Haut aufgeben, 10 Minuten drauf lassen und mit warmem Wasser wieder abspülen. Das ist jetzt eine sanfte Art des Peelings, also eine Peeling-Maske. Wer jetzt sein Gesicht jetzt nicht mit so einem normalen, selbst noch so milden Peeling peelen möchte, der gibt einfach diese Maske mit Glykolsäure auf, lässt es auf der Haut, reibt überhaupt nicht und geht nach 10 Minuten, nehmt ihr das alles wieder runter mit warmem Wasser. Endeffekt ist ein strahlender Ton. Also alle Produkte, die ihr von Caudalie, ich habe sie, wie gesagt, die Jahrzehnte getestet, hinterlassen ein strahlendes, tolles, super schönes Hautbild. Die Maske Purifant ist eine meiner Lieblingsmasken. Das ist eine Maske mit weißer Tonerde, Zink und Salbei. Das ist also, wie gesagt, eine weiße Maske, die so ein bisschen fest wird. Die ist klärend. Eine klärende Maske, die nicht austrocknet. Oft haben wir das Gefühl, bei klärenden Masken, die so fest werden auf dem Gesicht und wir sie danach abnehmen, dass wir das Gefühl haben, mein Gott, ne, meine Haut ist total ausgetrocknet. Also ihr habt kein trockenes Spannungsgefühl. Diese Wirkstoffe, wie gesagt, Zink und Salbei, wirkt wiederum auch beruhigend. Ihr habt also ein Ergebnis, gerade wenn ihr eine großporige Haut habt, eine etwas fettige, ölige Haut. Ihr habt danach, die Poren werden verfeinert mit dieser Maske. Ihr habt wirklich eine, das ist eine porenverfeinernde Maske. Und zurück, also ihr erhaltet ein mattes Finish. Ihr habt ein ganz mattes Hautbild. Ja, das hält natürlich jetzt nicht tagelang an. Deshalb wird auch empfohlen, diese Maske ein- bis zweimal wöchentlich anzuwenden. 10 Minuten drauf lassen, ihr merkt, dass ja, wenn das fest wird, aber es ist kein unangenehmes Festwerden. Oft ist es ja so, dass diese Masken, die wir so kennen, diese klärenden, reinigenden, porentief reinigenden Masken, so fest werden, dass wir das Gefühl haben, wir haben jetzt hier Beton auf dem Gesicht. Also das ist für Frauen geeignet, die, wie gesagt, eine leicht oder eine fettige, großporige Haut haben. Augenpartie bitte großzügig aussparen. Also nur auf die Nase die T-Zone geben, ja, und auch, also Mund aussparen ist logisch und auch die Augenpartie bitte großzügig aussparen. Ihr könnt auch auf den Hals mitgehen, muss aber eigentlich nicht. Also eigentlich reicht das bis hierher. Und dann haben wir noch die Detox-Maske. Detox ist ja in aller Munde, das ist mit Traube, Kaffee und Rosatonerde. Das ist auch eine, die gibt ihr ganz, ganz dünn, wird die aufgetragen, auch so 5 bis 10 Minuten. Bleibt die auf dem Gesicht drauf und befreit die Haut in den tieferen Schichten von Unreinheiten und Giftstoffen. Also ihr habt danach, also ich kann eigentlich von allen Reinigungsprodukten und Reinigungsmasken nur schwärmen, weil die, wie gesagt, hier mehrere, gerade, also die haben vier verschiedene Reinigungsmasken und das finde ich sehr erstaunlich, ohne dass die aggressiv sind. Also ich benutze die, wie gesagt, ich habe sie ja alle, ich benutze die im Wechsel und bin sehr, sehr zufrieden mit den Produkten und mit meiner Haut auch. Also ich benutze das schon seit Jahrzehnten und alles, was ich zwischendurch immer benutze, ist dann immer eine riesengroße Enttäuschung für mich. Und ich kehre immer wieder zu Caudalie und zu Dr. Hauschka zurück. Natürlich nimmt man auch mal andere Dinge, also High-End-Produkte oder auch Drogerieprodukte, aber diese
Masken, die haben, wie viel Milliliter sind denn da drin? Es sind 75 Milliliter drin. Das habt ihr auch eine Weile. Also, man kann sich das ja dann immer so rundrechnen, was benutze ich jetzt, also pro Tag oder pro Woche, was gebe ich da aus? Selbst wenn das erstmal sich viel anhört, dass so eine Maske 20 Euro kostet, aber ihr habt das bestimmt ein halbes Jahr. Und dann, wenn ihr das so runterrechnet, ist das gar nicht so viel und das sollte uns unser Gesicht ja wert sein. Und das Geheimnis ist eben immer eine schöne, das Geheimnis einer schönen Haut ist eine saubere Haut, eine gereinigte Haut. Und nur eine gereinigte Haut kann gut atmen, die Zellerneuerung kann stattfinden und wir können der Faltenbildung so ein bisschen vorbeugen. Also das A und O ist immer, auch für ein schönes Make-up, ist eine gereinigte, gepflegte Haut. Und da sind die Reinigungsprodukte besonders wichtig. Deswegen rate ich auch ab von irgendwelchen, ich hatte auch schon Zuschauerinnen, die gesagt haben, Mensch, ich vertrage das und das nicht und ich nehme Reinigungstücher. Also Reinigungstücher kann ich wirklich, das kann man vielleicht in der Jugend mal so, also das kann mal so eine Ausnahme sein. Aber bitte nicht für die tägliche Reinigung morgens, für die tägliche Reinigung, sorry, morgens und abends Reinigungstücher benutzen. Das geht zwar schnell, aber die Wirkung ist nicht besonders positiv, wirkt sich nicht besonders gut auf unser Hautbild aus. Also wie gesagt, die Pflege und die Schönheit beginnt bei der Reinigung und Caudalie sind Produkte, die, also ich finde alleine der Geruch und die Konsistenz der Produkte ist einfach phänomenal und ich bin ein ganz großer Fan. Ich habe auch in meiner Kosmetikpraxis damit gearbeitet, obwohl das ein Produktlinie ist, die jetzt nicht als Depotware verkauft wird für Kosmetikerinnen. Ich habe das privat gekauft, weil ich einfach so überzeugt davon war und ich meinen Kunden auch was Gutes tun wollte, dass ich gesagt habe, gut, ich arbeite damit, auch wenn das für mich teurer ist in der Anschaffung, aber letztendlich zählt ja das Ergebnis. So, ihr Süßen, ich schreibe gerne nochmal die Produkte. Es sind 7 Reinigungsprodukte, die, also angefangen ein Schaum, ein Tonic, eine Milch und 4 Reinigungsmasken. So, ihr könnt ja mal nachschauen, im Internet ist ja alles sehr schön beschrieben, die Produktbeschreibungen sind immer sehr gut, auch die Inhaltsstoffe sind genauestens deklariert bei Caudalie. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer alles Gute, alles Liebe, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald, ciao!